Willkommen zurück bei 2D Zocken. Wir machen hier weiter mit unserem Let's Play zu Subnautica. Hallo Lotte. Hallo! Sag mal, was geht da denn ab gerade? Ja, du siehst mich ganz schön geflasht. Ich bin ja da. Zum Beispiel. Jetzt können wir die Tafeln herstellen. Ist ja Ja, lustig. vielleicht gibt es ja noch andere. Ich glaube schon. Gekochte, bitte koch einen Reginald. Mache ich. Ein Reginald. Also das letzte Mal haben wir eine riesige Flak, ein Flakgeschütz der Aliens gefunden. Das irgendwie eventuell vielleicht ein bisschen die Leute getötet hat, die uns retten wollten. Entweder das oder es war ein Hologramm. Okay. Mit einer sehr realistischen Explosion am Ende. Schau mal, wir können hier was Neues herstellen. Aerogel. Durch Hitzedämmung. ein Gelsäg und ein Rubin. Aber Rubin ist natürlich fortgeschrittene Materialien. Geil, aber jetzt wissen wir, dass es Rubine gibt, dass es fortgeschrittene Materialien gibt. Krass. Wir bräuchten noch Titan. Und zwar drei Stück. Unbedingt. Wir Dann können brauchen wir. mehr Platz, Ja. ja. Verfault. Leider. Jetzt zieht's beides ab. Ich würde sagen, das essen wir nicht. Ich würde sagen, schmeißen Oh, wir gleich warte mal mal. raus. Würdest du bitte noch einmal mit der Maus drüber gehen? Ich frage mich, warum Ah, das okay. blau ist. Ist das hier unter Wasser, das über Wasser, weil es grün ist? Wo haben wir denn die Pilze? Waren die auch von der? Die sind auch von der Insel, oder? Ja, dann denke ich, das ist eine gute Theorie, dass wir die an Land gefunden haben, die Grünen. Okay, was wir in dieser Folge hoffen zu tun, ist ein Gerät zu basteln. Keine Ahnung, wie hieß es nochmal? Irgendwas bauen. Einen Erbauer. Ich habe keine Ahnung. Es hatte einen schönen Namen. Konstrukteur oder so. Weiß ich nicht. Konstruktionswerkzeug? Ja, das kann gut Kann sein. sehr gut Aber sein. zwei Folgen lang waren wir irgendwie out of alles, weil uns das Spiel mitgenommen hat auf diese Insel und wir auf einmal an Land waren und Sachen explodiert sind und Sachen zu Waffen wurden. Deswegen müssen wir uns jetzt kurz darauf besinnen, was wir eigentlich alles brauchen. Wir haben Silbererz gefunden. Du suchst jetzt Titan, oder? Für die Truhe. Ja, richtig. Okay. Titan bekommen wir ja aus Schrott. Schrott. Und? Mehr Schrott. Und noch aus normalen Ablagerungen, ne? Hier an Felswänden. Ach ja, stimmt. Ja. Aber Metallschrott wäre, glaube ich, ergiebiger. Ich habe das die ganze Zeit immer weggeworfen, weil wir zu viel hatten. Jetzt brauche ich mal ein paar. Ja, so kann es gehen. Ich glaube, das wird jetzt einfacher als das Silbererz. Und weil ich es jetzt gesagt habe, musst du jetzt zwei Folgen lang Titan suchen. Tut mir gar nicht leid. Ich weiß, ja. Da kannst du diese Dinger, wenn du die scannst, nicht zu Schrott machen. Oh. Aber nicht, wenn wir es noch nicht haben. Und das haben wir noch nicht. Mobilen Fahrzeugstation, 1 von 3. Oh yeah. Das war nur Salz. Und es wird dunkel. 30 Seconds. Den habe ich völlig vergessen. Das war jetzt so, an Land zu sein und sich gar nicht mehr darum zu kümmern. Ja, wir brauchen wieder Sauerstoff. Aber ich habe es von dem Unterwasserspiel nicht erwartet. Aber ich finde es schön. Vielleicht können wir da nochmal irgendwann die restlichen Höhlensysteme unsicher machen. Ja, ich glaube, dass es uns bestimmt nochmal dahin verschlagen wird, aber jetzt nicht allzu bald, weil jetzt, ah, oh, ich will unbedingt eine größere Basis haben. Ja, ist auf jeden Fall an der Zeit. Ich frage mich nur, warum ich mich mit jetzt so einem doofen Titan so schwer tue. Das ist jetzt echt nicht so viel verlangt. Ja, wahrscheinlich, weil wir es halt jetzt gerade brauchen. Sag mal, haben wir. Was ist da denn los? Ach, nur das Viech. Okay, haben Titan 1, aber wir. das ist ja wohl lächerlich 1. Naja, wo ist das ein Anfang? Jetzt brauchen wir nur noch zwei, oder? Ja. Okay, ich wollte sie jetzt nur ausreden lassen. Was habe ich gerade gefragt?
Ich weiß es nicht mehr. Fantastisch, gut, dann geht es uns zumindest beiden so. Ich wollte auf jeden Fall fragen, ob wir was zu essen haben. Dabei? Ja. Nö. Weil wir ja Hunger kriegen langsam. Dann sollten wir auf dem Rückweg, wenn wir noch ein Plätzchen frei haben, auf jeden Fall noch einen Fisch mitnehmen. Ja. Ist noch gerade ziemlich dunkel, ich muss mich konzentrieren. Deswegen gerade nicht so gesprächig. Okay, kein Problem. Ich versuche das zu überquatschen. Vielleicht ist es besser, wenn wir schweigen würden, aber egal. Sind wir... Aber wir sind jetzt nicht so weit weg von der Station, oder? Ich habe die dritte Fahrzeugstation gefunden. Oh. Ja, guck mal. Und so ein kleiner Ausflug wegen Titan. Und da wäre es gewesen. Aber Sergo, wir brauchen nur noch eins. Können wir den Fisch einfach essen? Hast du den Reginald gegessen? Ja. Hast du gesehen, was er bringt? Wie viel? Ja, ganz schön viel. Ganz schön der viel, war oder? Aber schon alt. Und trotzdem noch trotzdem so viel. Ganz schön viel. Wow. So, jetzt probiere ich mal eine Vorratskammer zu bauen. Dann das Wichtigste ab in die Vorratskammer. Haben wir das Titan schon? Ich glaube, ich habe 4. Ja. Sehr schön. Und dann habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Dann verbrauchen wir ein paar Materialien. Ich hoffe, dann haben wir wieder genug Platz. Und dann bauen wir los. Dann bauen wir los. Ich baue unser Eigenheim. Endlich. Wird ja auch Zeit. Trinken haben wir nicht mehr, ne? Nein. Oh, Mist. Aber wir haben auch keinen Platz im Inventar. Können wir was rauswerfen? Ah, es geht ja noch ein bisschen. Ich muss ja eh gleich wieder raus. Wegen dem Vorratskammer. Okay, und dann schnappst du uns einfach ein paar Blasenfische. Das können wir bauen. Stellt Fahrzeuge her. Ja, krass. Das können wir bauen. Aber nicht das erste. Wir bauen jetzt erst das Werkzeug. Bitte, bitte, bitte. Okay. Wir bauen Fahrzeuge. Ja, ganz bald. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen an den Plan halten. Sorry, wenn ich da jetzt ein Spielverderber bin. Aber sonst kommen wir zu nichts. Wir bauen jetzt erstmal das Werkzeug, um die Basis auszubauen. Flupp. So, ich würde hier gern auch diese Alien-Technologie gern verstaut wissen. So. Gut. Okay, wir brauchen jetzt 2x Silbererz. Silber, Silber. Oben links. Kein Silber. Ach, ist das alles Quarz? Das hier, ja. Ah, okay. Nee, ich lasse es da. Aber mit den... Das, das und die Energiezelle, die wir haben, wäre schon das Fahrzeugding. Ah, okay. Stört sie nicht. Nee, ich übergehe so, das jetzt. Silber? Wir machen das, nachdem wir das Werkzeug gebaut haben. Lithium, Lithium. So, Silber schaut so aus. Drauf achten. Ich gucke mit. Jetzt sind es schon ganz schön viele Boxen. Gucke, und das können wir dann... Silber. Ja, da. Da können wir dann unsere Sachen in der Station wieder verstauen. Ja, reinholen. Dann hast du es nicht so weit. So, der Kabelsatz wäre gebaut. Eins von 3 Teilen haben wir. Und zwar ist es hier unter Werkzeuge. Und dann wollen wir hier den Konstruktionswerkzeug bauen. Wir brauchen noch einen Computerchip. Der Computerchip braucht... Tischkrallenprobe 2, Gold, Kupferdraht. Machen wir erst Kupferdraht. Tischkrallen hatte ich, glaube ich, auch hier irgendwo gelagert. Ich zwei meine Stück. Auch, wir haben 2. Also Kupfer brauchen wir 2. Okay. Was? War da nicht Kupfer? Habe ich doch genommen. Ach, das war Gold. Aber Gold brauchen wir, glaube ich, auch. Also ich würde es mal drin lassen gleich. Nimm das Kupfer gerade hier nochmal mit, falls wir es nochmal brauchen. Mhm. Hier sind die Tischkorallen. Yes. Ich finde es viel schöner, wenn es hell ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war gerade wieder schön unter Wasser. Hier ist auch alles so schön blau. Drüben bei der Insel war alles so grünlich, finde ich. Und die Vegetation war ja komplett flöten gegangen. Ja. Ne? Also da außenrum war nicht mehr viel. Weiter der Kabelsatz können wir jetzt bauen. Wo auch Vielleicht immer. Haben wir auch nur den Bauplan bekommen. Oh, und los, und los. The builder, too, is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Ist okay. Trifft zu. Und jetzt? Wieso schwimmt da eine Batterie? Ach, oh, das ist die Leere. Ohne Scheiß. Haben wir etwa ein neues Inventar? Ja. Ja. Okay, das ist mega cool. Ich frage mich gerade, sollen wir mal versuchen, in der Basis, die wir jetzt haben, einen Schrank anzubauen? Denn den Mehrzweckraum können wir ja noch gar nicht bauen. Ja, das sind halt die Materialien unbekannt, ja. Ein Schrank, ne? Ja. Bräuchte mal Titan. Okay, und das daneben dran würde ich auch gern kurz nochmal sehen. Wo? Neben dem Wandspind haben wir und Spind. Großer freistehender Schrank. Ja gut, das wird jetzt nicht gehen, ne? Weil wir wahrscheinlich zu klein sind. Ich glaube nicht, dass... Wandspind wird gehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es echt nicht. Aber nichtsdestotrotz probieren wir das. Ach, und wir sind wieder out of Titan. Jupp. Oh Mann. Ja, das hätte ich aber auch nicht gedacht, dass uns das mal passiert. Ja, wir brauchen jetzt für alles Titan, habe ich gesehen. Das ist alles jetzt... Weil wir jetzt Konstrukte bauen. Okay, ja. Verstehe. Titan und Blei. Das ist... Blei vor allem wird schwierig, weil das haben wir, glaube ich, nur aus diesen Sand... Ja, wir haben Dingern aber ein wenig bekommen. Blei. Und es gibt ja diese Bleivorrichtungen unten. Diese großen Vorkommen, wo man nur reinbohren kann, habe ich gesehen, sind bei der Aurora. Wo wir rausfinden müssen, wie wir das abbauen. Ja. Yes. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich mich nochmal über Metallschrott freue. Ich sehe übrigens, dass rechts oben der Kommunikator leuchtet. Ich gehe aber jetzt gerade mal nicht hin. Ja, gut, dass du sagst. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ja, wir haben auch Durst. Wenn du mal einen Blasenfisch siehst, dann... Dann sag bitte Bescheid. Na, Klärchen. Aber leider gerade nicht. Ich bin nämlich ein bisschen am Metallschrott einsammeln. Für Titan. Genau, und damit versuchen wir einen Wandspind zu machen. Ich hoffe ja, dass wir den in unsere kleine, süße Basis reinbekommen. Es kann gut sein, dass du recht hast, dass es nicht klappt. Tatsache, die sammeln den Schrott. Wow. Ich hab's ihn aus dem Maul gefischt. Du hast es ihm weggemopst. Ja, gefischt. Jetzt überlege ich aber gerade. So, wir brauchen ja ganz viel von dem Zeug, gell? Und die Tiere tragen das durch die Gegend. Ist vielleicht ein bisschen Next Level, aber glaubst du, es könnte sein, dass die Tiere immer zu einem gewissen Platz schwimmen und wir sowas wie ein Lager mit Schrott finden können? Wäre geil. Wäre cool. Aber da wir den Backfisch gesehen haben, als er gegen eine Wand geschwommen ist, bin nicht so sicher, wie intelligent diese Dinger sind. Ja, aber er hatte anscheinend ein Ziel. Stimmt. Und das hat er durchgezogen. Können wir mehrere leer fischen? Wo sind denn Blasenfische? Ja, ich habe das Gefühl, immer wenn... Oh, hallo. Jetzt werden sie sauer. Da. Immer wenn wir was jetzt genau dringend brauchen, gut, ist wie im echten Leben, ne? Dann wird's schwierig. 1 Million Euro, plötzlich wird's schwierig. Ja, zack, einfach nicht mehr da. Ups.
Ja, schade. Ein Blasenfisch bringt uns halt gerade echt nicht so viel. Nee, der eine reicht nicht. Und dieses komische Bleichmittel haben wir auch nicht gefunden, ne? Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ist mir aber auch egal. Ist uns bestimmt mal runtergefallen, als das Inventar voll war. Okay, dann trinke ich jetzt erstmal was. Jetzt halt mal wenigstens ein bisschen durch. Und jetzt stelle ich Titan her. Na, wir haben ja doch einiges gefunden. Scheint so, ja. Wir brauchen für den Spind auch nur 2. Ah, jetzt nicht enttäuscht sein. Ich bin so gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier links und rechts bei diesen Leuchtdingern, dass man da was dran machen kann. Aha. Oh nein, ich bin aber enttäuscht. Ja, aber das habe ich mir schon gedacht. Aber kannst du irgendwie drücken, dass es uns eine Fehlermeldung ausgibt? Nö. Es wird einfach der Platz sein. Oder vielleicht brauchen wir eine gerade Wand und in dieser Rettungskapsel ist alles ganz schön rund. Obwohl, nee, aber die werden wahrscheinlich alle relativ rund sein, denke ich. Ja, geht auch. Stell einfach einen Schrank in die Mitte des Raumes. Fände ich okay. Nee, das geht hier nicht in unserer Kapsel. So, jetzt ist natürlich so. Wir können beides nicht bauen. Mist. Ja, der Mehrzweckraum. Würdest du mal bitte in dieses Bauplanmenü gehen, wo wir... Da ist der Mehrzweckraum ja ausgegraut. Und die... Ich würde gerne sehen, ob da 1 von irgendwas steht oder so. 0 von 2. Also müssen wir die scannen. Dann, lieber David, könnten wir das Fahrzeug bauen, das du so gerne bauen möchtest. Und dann mal den Kommunikator abhören. Weil diese Dinger zu scannen, da hat es uns bis jetzt viel gebracht, zu diesen verlassenen Raumkapseln zu schwimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über den Kommunikator Orte finden, bei denen wir den Mehrzweckraum dann scannen können. Ja, es war aber nur so eine Fahrzeugstation. Ich weiß, ich habe gar keine Vorstellung, was das Ding machen soll. Eine Station? Ach, ich dachte, das ist ein Fahrzeug. Nein. Ich denke mir gerade so, ich lasse mich die ganze Zeit voll verarschen vom Spiel. Ich habe schon meinen Jetski nicht bekommen. Jetzt bekomme ich auch kein Unterwasserfahrzeug. Noch nicht. Ich würde wirklich das Ding aber jetzt einfach mal bauen. Weil wir es können halt, ne? Why not? Ja gut, es wird Platz so wegnehmen. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und dann war's das. Okay. Und zwar ist es eine mobile Fahrzeugstation. Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her. In dem Ding können wir wahrscheinlich Fahrzeuge dann Und damit bauen. Schalten wir wahrscheinlich Baupläne frei oder sowas. Oder also auf jeden Fall mehr Infos, erhoffe ich mir. Ach scheiße. Ja, wir müssen Blasenfische suchen. Wir sind solche Profis. Ohne Mist. Ach, wie schön. Ah. Damit können wir bauen. Ja, schau mal an. Und wir haben 2 kleine Freunde, die hier rumfliegen. Cool. Damit können wir die Seemotte und so weiter bauen. Wie viel brauchen wir denn noch dafür? 1 von 3 haben wir. Oh, schade. Glaubst du, die sind random verteilt oder da, wo ich das eine gefunden habe,
hätte ich durchaus noch das andere finden können? Ich glaube, die sind random verteilt. Ich glaube, dass die grundsätzlich um Basen rumliegen. Oder, ja, ich sag immer Basen. Um diese... Bis jetzt haben wir ja nur Rettungskapseln gefunden, kaputte. Absturzstellen. Ja. Absturzstellen, ist, ja, genau. Sowas meine ich. Ich glaube, da sind die relativ random verteilt. Und da können wir die scannen. Deswegen würde ich gerne... Aber wir müssen noch so viel machen. Also wenn wir Blasenfische gefunden haben und wieder halbwegs dehydriert sind... Dehydriert, ja. Ich wollte mich gerade schon freuen. Halbwegs hydriert. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall schauen nach den PDAs. PDAs, hießen die so? Die wir aufgesammelt haben. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht abgehört, angeschaut. Ich glaube, in der Datenbank haben wir, als wir nach dem, kurz vor dem Abschuss unserer Kumpels, haben wir da kurz reingeschaut und haben dann alles aufgeklappt. Da waren die auch dabei. Ach so, ach, das sind keine Nachrichten. Nee. Ah, okay, alles klar. Ja, dann würde ich aber gerne zum Kommunikator dann danach. Oh, endlich, oh Gott sei Dank. Alle mitkommen. Muss mich gerade kurz konzentrieren. Ja, sorry. Das Signal wird schon schwächer. Ich glaube, wir haben gerade eins verpasst. Die sind wir dann haben auch doch weg, eh noch oder? Eins offen. Sammeln die sich oder muss man rechtzeitig da hinkommen? Das weiß ich gar weiß nicht. Weiß nicht. Aber das ist alles halb so wild. Oh, wir müssen auftauchen. Und unbedingt was trinken. Und dann können wir uns um den Rest kümmern. Ach Mensch, das ärgert mich jetzt, dass wir die Basis noch nicht erweitern können. Ach. Ja, also wir hatten ja recht. Es war das richtige Bauteil. Nur wissen wir jetzt halt einfach noch nicht, wie so ein... Es reicht noch nicht, aber das finden wir raus. Aber wir brauchen unbedingt Wasser, die hat schon gerade gemeckert. Ist ja gut. Die Frau bekommt gleich was. Aber ist ja auch nur unser Bordcomputer, der meckert, ne? Also die meint's ja auch nur gut. Haben wir eigentlich schon über die Anzeige da oben mit der Energie gesprochen? Nö. Ich sehe gerade, dass das da runtergeht. Baut sich das ab, weil wir jetzt hintereinander viel bauen und danach haben wir wieder 75? Oder sind es diese drei Kerne, die wir da in der Basis haben? Diese Solarzellen oder so, die wir da langsam... Ja. Heißt, können wir das mit dem Reparaturwerkzeug wieder... Keine Ahnung. Düt, hallo? Was wäre schrecklich, wenn wir da hier irgendwann kein Wasser mehr herstellen können. Das wäre furchtbar, weil das können wir auch nicht einfach so finden unter Wasser. Naja, auf den Schock erstmal was herstellen. Okay, aber dann möchte ich bitte zeitnah... Wir haben doch wieder 25. Alles gut. Ja, das sind die letzten 25. Nein, wir waren vorhin auf 24. Die laden sich auf. Solarenergiezelle. Die waren beide auf Null vorhin. Okay. Wir können nur nicht ewig herstellen. Aber wir haben doch jetzt, wir waren doch zweimal super lange weg. Ja. Ja, und jetzt sind die alle fast leer. Wir haben doch vorhin übelst viel Titan hergestellt. Okay. Na gut. Alles gut, glaube ich. Ich glaube, alles gut. So. Translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Alter, what? Ich dachte, die größte Challenge ist irgendwie nicht ertrinken. Nicht verhungern, keinen Sonnenbrand kriegen und jetzt sind Alien-Agenten hinter uns her. Jupp, weil wir so gefragt sind. Ja, ganz offensichtlich gehören wir da anscheinend nicht hin. Aber das ist ganz schön krass.
Wir haben ganz schön viele Vorratstruhen. Langsam. Wir brauchen diesen Mehrzweckraum. Ja, Mehrzweck. Halle bitte. Entschuldigung, ja, die Halle. Sonst wäre auch der Aufzug völlig unnötig. Unnötig. Okay, was wir aber haben ist, wir haben hier noch das hier offen. Die Base. Oh ja. Ja, gute Idee. Gut, aber als erstes müssen wir uns wieder mal um Blasenfische kümmern, solange wir keine andere Möglichkeit haben. Denn ich will jetzt nicht schon wieder los. Ich habe alles aufgetrunken und ja, ist doch doof. Das stimmt, aber weißt du, worauf ich mich mega freue? Ich freue mich so darauf, wenn wir diese geilen Bäume bei uns zu Hause anbauen können, die uns Wasser und Nahrung geben. Ja, überhaupt das ganze System dann, ne, richtig auszuschöpfen. Das wird so super. Jetzt, wo ich weiß, dass wir Titan brauchen, können wir auch echt immer aus 4 Titan eine Vorratskiste basteln. Ja, und dann weiteres Titan da einfach reinballern, weil ich glaube, Titan brauchen wir noch echt noch ein bisschen was. Ja, guter Punkt. Da. Da. Und es ist wieder dunkel geworden. Oh, ich muss damit aufhören. Höre auf zu gestikulieren. Es tut mir leid. Ja, ich war furchtbar. Ich glaube, so laut hört man es gar nicht, aber halt auf. Ich gebe wirklich mein Bestes. Aber ich gestikuliere halt beim Sprechen, auch wenn man mich überhaupt nicht sieht, aber. Blasenfische. Ich habe gar keine Angst mehr vor den Pirschern, ne? Da ziehen die mir halt ein bisschen Leben ab. Ja, wir haben weit Schlimmeres gesehen, würde ich mal sagen. Ja. Für uns ist eine komplette Besatzung verreckt. Ja, und ein riesiges Gebäude war eine hydraulische Waffe. Unglaublich. Da kann so ein Pirscher wirklich einfach nach Hause gehen. Das heißt, nachts können wir auch weniger craften. Weil Solarenergie, Solarzelle. Ja, das kann gut sein. Kann sein, dass es nur die Aufladung ist, ne, die dann einfach langsamer geht. Aber gut, klar. Wenn das so ratzfatz geht, dass die sich auflädt, dann hast du recht. Das wäre ja mal was. Wie du schon versehentlich Essen einsammelst, was du gar nicht haben willst. Ja. Nee, Essen ist wirklich nicht so ein großes Problem, aber man kennt es ja selber, ja. Trinken ist viel, viel wichtiger als Essen. Haben wir noch Platz im Inventar? Ah, okay. Ich war fleißig. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ja. Und jetzt schnell zurück. Alles Wasser herstellen. Und dann mal zum Funkspruch und den Scanner völlig überscannern. Also es ist schon schön, dass man immer wieder Lust hat, mit ein bisschen Plan und viel Bock auf eine neue Mission zu gehen. Einen neuen Trip zu starten. Ja, stimmt. Und es bleibt halt irgendwie spannend, ne? Das Spiel macht schon süchtig, finde ich. Es ist halt schon anders als Survival Games, die einen einfach in irgendeine Welt werfen und dann so, ja, mach mal. Ja. Und dann gibt's keine Story. Es ist ja auch nicht schlimm. Ein Survival braucht es ja gar nicht unbedingt. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie das hier aussieht. Der Fabrikator sagt nein. Ach komm. Na gut. Ich habe jetzt nämlich, jetzt haben wir wieder 3, siehst du? Jo, habe ich gesehen. Er möchte nicht. Werden die jetzt schlecht? Das habe ich mich auch gefragt. Aber es ist egal, wir haben jetzt echt schön viel Wasser. Von mir aus können wir das eigentlich auch alles mitnehmen. Wenn wir länger unterwegs sind, ist das Einzige, was wir unterwegs nicht herstellen können, Wasser. Ja, ich schau mal, ob hier noch irgendwas frei ist. Da könnte man noch ein bisschen Wasser dann. Ja. Wir lagern hier mal ein bisschen Wasser ein. Für schlechte Zeiten, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Gute Idee. Machen wir. Spindname bearbeiten. Das ist neu.
Können wir draufschreiben dann Titan und so weiter und so fort. Brauchen wir bald gar nicht mehr, weil wir dann unsere eigene Mehrzweckhalle haben. Ja. Ich will jetzt nochmal gerade reinschauen. Ja, lädt schneller auf. Jetzt können wir wieder was bauen. Und... Geht auch recht flott. Wie viel verbrauchen wir denn? Hatten wir gerade 12? Jetzt steht es dabei? Fünf steht, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, weil ich halt einfach nur gerade ganz viel Wasser hergestellt habe, hat es das eben da zusammengemeiert. Ja, wir so, laden den auf jeden Fall wieder auf. Bastel ich jetzt da noch hin. Rein tue ich. Ja, was tust du denn da rein da? Oh, ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht den Gelsack. So Zeug, was ich halt nicht brauche. Feuerlöscher muss ich auch nicht die ganze Zeit dabei haben, ey. Ja, unter den, Wasser ist da tatsächlich nicht so wichtig. Den Rest bräuchten wir. Schmierstoff nicht. So, den Rest brauchen wir. Ja. So. Aus dem Rest, den verarbeiten wir noch ganz kurz. Wir können, glaube ich, eh nur zwei machen. Jetzt können wir, glaube ich, drei machen. Ja, okay. Wir verbrauchen für diese Dinger fünf. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir so ein Titanbarren oder sowas machen oder so ein Werkzeug, was ja länger dauert, ja, das wird mehr Energie kosten. Ja. Okay, dann soll es das mal für diese Folge gewesen sein. Wir geben dem Fabrikator kurz Zeit, sich zu regenerieren, und wir sehen uns gleich wieder. Oh, schön gesagt. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.